Moin Leute und willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Ich bin heute nicht alleine, sondern der Lars Goldfisch begleitet mich heute. Ja, hallo Lars Goldfisch. Hallo. Ja, lieber Lars, möchtest du den Leuten deine Waffenklasse sagen, bevor du tot bist? Weil ja, also ich habe die PDB drin. Ja. Mit der B23R. Ja. Stemtex, Krautgranaten. Wow, alles im Start. Eine Ja, ich kämpfe heute mit der M27 und natürlich wieder mit der FHJ18AA, die ich überhaupt nicht brauche, weil ich die eigentlich mal austauschen wollte, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich brauche diesen Raketenwerfer bei gar dir nicht. Ist einer. Ja, ich sehe es gerade, ich sehe einen. Ich habe einen. Oh, Leute! Jetzt bereit machen für die nächste Runde. Steht schon 1 zu 0. Ja, ich dachte, ich bekomme den schon nicht mehr. Dann dachte ich mir, komm, feuer ich mal drauf. Ja. So, neue Runde, Leute. Kugelsichere Weste, Zähigkeit und diese Gewandigkeit als Perks habe ich dabei. Kopfgranate geworfen! Erschütterungsgranate geworfen! So, Headset ist auch gleich down. Oh, was Lars Goldfisch macht. Lebt noch. Oh ne, Leute, das ist ja Wahnsinn. Jetzt bin ich schon wieder tot. Jetzt folge ich mal Lars Goldfisch. Wo ist er denn? Da ist Lars Goldfisch. Da ist Lars Goldfisch, Leute. Guckt euch an, das ist mein PSN-Freund. Jetzt ist er mit der POW 57 dabei. Eine schöne Waffe, auf jeden Fall. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Lars Goldfisch. Ich werde die Waffe mir vielleicht auch mal nehmen, wenn ich wieder aus meinem Arbeitsurlaub sozusagen wiederkomme. Weil ich muss jetzt arbeiten. 8 Tage lang. Und dann werde ich wieder vor euch da und werde wieder zocken, aber werde trotzdem versuchen, alle ein oder alle 2 Tage im schlimmsten Fall was hochzuladen. Und wieder ein Sieg, 2 zu 0, Leute. Wo macht man das? So, wen haben wir denn da? T-Christo. Hat sogar ein Schildchen gestellt, fliegt jetzt weg. Herrlich. So, neue Runde. Und jetzt? Ich hab meine Oma verkillt. Ja, schaffst du noch, komm. Die Ziele verteidigen. Hoffentlich. Mein Kill war Glücksmann, Glückstreffer. Oh, ein Anruf für mich, warte. Ein Anruf? So. Hier müssen wir aufpassen, Leute. Hier wird's gefährlich. Jawohl, Lars Goldfisch. Lars Goldfisch, mein Headset ist aus. Ich kann dich leider nicht mehr hören, aber das ist egal, wir werden das Gameplay trotzdem weiterführen. So, jetzt volle Konzentration. Wir laufen jetzt mal zu Lars Goldfisch. So, Kampfmesser auspacken. Lars Goldfisch ist auch schon tot. Komm. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Komm, da muss doch was sein auf der Map. Leute, das gibt's doch gar nicht. Ah, Leute. Ja, Leute, das war eigentlich das kleine Gameplay mit eurem Lars Goldfisch und eurem YouTube Gamescom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.